als führende Region zum Thema Innehalten im Urlaub. www.innehalten-region.de. Hallo Neumarkt, wir sind heute draußen in der Natur im LGS-Park und zwar am Lehrbienenstand vom Imkerverein. Hallo Herr Herrmann, Sie sind einer der Vorsitzenden vom Imkerverein. Wie lange sind Sie denn schon Imker? Seit 2016 bin ich Imker und aktives Mitglied und seit letztem Jahr bin ich zweiter Vorstand vom Imkereiverein Neumarkt. Wir sind jetzt gerade an Warnschildern vorbeigegangen. Vorsicht, wilde Bienen. Wie gefährlich ist es denn, mit Bienen umzugehen? Ich muss sagen, in meiner ganzen imkerlichen Tätigkeit bin ich vielleicht 20, 25 Mal gestochen worden. Aber ich bin einer der wenigen Imker, der immer mit Schutz arbeitet. Ich bin Bienenallergiker und somit gezwungen, dass ich also einen Schutzanzug anziehe. Okay. Warum züchten Sie da nicht Schildkröten, wenn Sie Bienenallergiker sind? Weil die einfach schöner sind und ich sie lieber habe als wir Schildkröten. Okay, wir sind heute auch hier, weil die Imker was Neues haben, nämlich ein Honighaus. Da schauen wir jetzt mal hin. Das Honighaus ist ein Schulungszentrum für Probeimker, das wir speziell dafür eingerichtet haben, Schulungen durchzuführen, das wir jetzt nicht in der Natur draußen machen können, sondern wo man einen Raum dazu braucht, wo man einen Beamer dazu braucht, wo man einmal wettergeschützt sich treffen kann. Es sind keine Bienen, es sind nur Gerätschaften im Honighaus, die der Imker braucht, um überhaupt arbeiten zu können. Die Probeimker, die bei uns ihre Ausbildung machen, brauchen jede Menge Gerätschaften und das schafft man sich einfach nicht an, wenn man Anfänger ist, sondern man schnuppert da mal rein und dann kann man auch die Gerätschaft nutzen. Wir vermieten also das Honighaus für denjenigen, der seine Honigernte bei uns einbringen möchte. Denn das Imkern ist alles andere als leicht. Um überhaupt imkern zu können, muss man eine gewisse Basis haben. Dass man weiß, was man mit den Tieren, also für mich ist es war Insekt, aber es ist trotzdem ein Tier. Und in dem Moment, wo der beginnt, muss er halt wissen, was er macht. Ansonsten sind die Bienen tot, weil es werden Fehler kaum verziehen. Und darum sind wir da hinterher, dass wir ausgebildete Imker haben. Mit 2 Jahren hat man in der Imkerei noch nicht viel gelernt, weil da hat man gerade ein Basiswissen, weil die Natur lehrt uns alle ja. Es ist immer anders. Es hat noch nie ein Jahr gegeben, wo man sagen kann, man kann nach einem Schema F irgendwie agieren, sondern man muss immer reagieren auf irgendwelche Ereignisse in der Imkerei. Das war's vom Honighaus. Wenn ihr es euch auch anschauen wollt, am 2. Juli um 10 Uhr beginnt hier der Tag der offenen Tür.